Michael Köllner musste gehen bei den Löwen. Günter Gorenzel übernimmt die Position des Interimstrainers und brachte mit Moll, Fernat und mit Bär drei neue. Auf der Seite der Oldenburger durfte Marc Stendera das allererste Mal. Christopher Buchmann fehlte mit muskulären Problemen. Ja, die Löwen vom TSV 1860, die zeigten gleich mal, wo die Richtung hingehen sollte, denn sie hatten ordentlich was im Gepäck. Die erste Möglichkeit hier von Albion Vrenetzi, aber die konnte noch nicht Richtung Tor gebracht werden. Ja, ja, Dario Fossi, er wusste, das wird hier heute ganz sicher kein leichtes Spielchen. Wieder Vrenetzi, der war äußerst aktiv, durchgelassen von Bär, Holzhauser und dann Mokalla mit einer dickeren Chance, allerdings nur ans Außennetz. Mokalla heute ja auch wieder dabei auf der Außenposition. Und Oldenburg, ja, so ein bisschen was wie ein Schönkschen von Kebabaci nach Flanke von Dominik Endure. Kurz vor der Halbzeitpause keine Gefahr für Marco Hiller. Über 600 mitgereiste Löwenfans freuten sich auf eine hoffentlich erwärmende zweite Halbzeit. Mittlerweile schon die 58. Minute. Erik Tallig eingewechselt und er hat den Ball gegen Raphael Brandt. Immer noch Tallig. Tallig und hinein damit das 1:0 für die Löwen. Das Löwenherz erwärme. 60 führt, nicht zu halten für Sebastian Mielitz. Der hat genau gepasst. Tallig mit seinem ersten Saisontor. Also Fossi, Ruhe bewahren, aber das ist schon ein dicker Klotz am Bein. Doch Oldenburg kam mit leichten Kontern und sie suchten natürlich Neuzugang Orhan Ademi. Aber hier gerade noch so verhindert von Belkahia, dass der Stürmer da an den Ball kommt. Und was machen die Löwen? Finn Lakenmacher, mittlerweile eingewechselt, kommt da an den Ball. Mielitz und da ist Bär, Marcel Bär, 83. Minute. Erleichterung beim Jubeln, das muss es gewesen sein. Da muss der Deckel drauf. Lakenmacher scheitert hier noch an Mielitz, aber dann eben Marcel Bär mit seinem dritten Saisontor meldet sich der Stürmer zurück in hellblau. Es war die 83. Minute, wir sind in der 90. Manfred Starke hatte aber noch Lust und er hatte Rückenwind. Und dieser Ball auch. Und Hiller nicht, denn er war drin. 90. Minute, Anschlusstreffer für den VfB Oldenburg. Starke kann selbst kaum glauben. Sein fünfter Saisontreffer. Und was für ein schönes Ding. Den werden wir sicherlich noch mal wiedersehen. Diesen Treffer von Manfred Starke. Hiller hat überhaupt nichts aufs Tor gekriegt. Und dann so ein Ding. Wir sind in der 94. Minute. Pascal Richter mittlerweile eingewechselt. Aber wo ist der Richter? Da ist der Richter. Er kommt an den Ball und er macht ihn rein. Pascal Richter, der pure Wahnsinn. Ausgleich VfB Oldenburg. Der hat schon mal zwei Spiele für den VfB Osnabrück gemacht, war lange verletzt und meldet sich so zurück. Pascal Richter dreht hier völlig durch, genauso wie die über 6000 im Marschwegstadion. Und dann rennt er schnurstracks auf die Mannschaft und danach vors Mikrofon. Ja, unglaublich. Ich glaube, Ekstase pur. Vor allem, ich komme rauf, wir kriegen direkt das Zweite, habe ich erstmal gedacht, scheiße. Aber die letzten 10 Minuten, glaube ich, wie das Stadion gestanden ist, wie sie uns da vorne gepeitscht haben, war Wahnsinn. Und dass ich dann auch noch das entscheidende Tor zum Ausgleich machen kann, ist überragend, wirklich. Ja, mir fehlen zurzeit gerade ein bisschen die Worte. Ich denke, wir haben viel richtig gemacht. Wir wussten, auf was das hier ankommt. Wir müssen fighten, wir müssen kämpfen und laufen. Und dann führen wir 2-0. Und dann geben wir so das Spiel wieder her und das tut extrem weh. Die 60er müssen sich die Frage stellen, warum sie am Ende nur einen Punkt mit zurücknehmen nach München. Das nächste Auswärtsspiel wartet, es geht nach Meppen. Ja, und Oldenburg freut sich über diesen Punkt, aber es geht jetzt zur Übermannschaft nach Elversberg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.